José, jetzt flängen wach. Und wenn sie werden flängen wach jetzt, dann fängt er durch eine Torsch mit Geld. Er hilft die Torsch ab, er checkt ihn an, er fängt durch Geld an. Und er geht im Dorf und er sagt, diese Torsch mag ich zurückgeben, das ist nicht meine. Er kommt bei einem Nuba und dann sagt er, weißt du, wer ein Teil Geld verloren hat? Ja, sagt der Nuba. Ich weiß. Juan, ein anderer Nuba im Dorf, der hat eine Torsch mit Geld verloren. José geht nach Juan und dann sagt er, hast du Geld verloren? Yes, sagt Juan, ich habe Geld verloren. Und José gibt ihm die Torsch mit Geld. Juan nimmt die Torsch, teilt das Geld. Und dann sagt er, weißt du was? Hier sind bloß 800 Dollar. Hier wären aber 900 Dollar. 100 Dollar will ich der Person geben, wer das gefunden hat. Aber du hast die 100 Dollar gestohlen von hier. Nicht gut bloß wach. Du bist ein Stehler. José wird das sehr unmöglich. Also, ich sehe nicht einen Stehler. Du wirst bloß 800 Dollar ben. Ich kann nicht richtig genommen. Juan, weil er war hier. Und er sagt, nee, das kann ich nicht hochlaufen. Sie gehen vor den Richter. Und wenn sie vor den Richter sind, dann sagt der Richter, Junges, vertellt dir die Geschichten. José sagt, ich fange eine Torsch mit Geld, mit 800 Dollar. Und ich brachte Juan, den habe ich heute verloren. Und Juan sagt, du wirst 900 Dollar ben. Du wirst nicht 900 Dollar ben. Der Richter hat die Geschichten angehört. Und dann sagt der Junges, ich glaube dir alle Bär. Juan, ich glaube dir, dass du reich bist. Und deine Torsch wird 900 Dollar, sagst du, und ich glaube dir dort. José, du sagst, du wirst bloß 800 Dollar in dieser Torsch, ich glaube dir dort. Wenn du nicht abrecht, ich wirst, wirst du das Geld nicht an die Rehe gebracht. Ich bin auf eine Entscheidung gekommen. Diese Torsch mit 800 Dollar sind nicht deine, Juan. Ja, José, dai. Ich kann sich dir mitnehmen. Und du wach, dass die wir deine Torsch bringen mit 900 Dollar, du bist. Und er verspielt all das Geld. Sprüche, Kapitel 11, Vers 3 sagt, wer abrechtig ist, wird durch seine Abrechtigkeit wiederkommen, wird leben, wird vorabkommen. Aber wer unabrechtig ist, wird umkommen, wird verspielt, wird worden wahrgenommen durch seine Unabrechtigkeit. Juan verspielt all das Geld, wenn er probt, unabrechtig zu sein mit 100 Dollar. Wofür im Leben habe ich eine Gelegenheit, eine kleine Unabrechtigkeit zu begonnen. Vielleicht ein klein bisschen was zu tun, dann brücken wir wenn ihr Text holt. Vielleicht ein klein bisschen was zu tun, dann kennen wir das Bild ja. Vielleicht ein klein bisschen Besiegung, dann ist das leichter. Mehr Geld für mich, bessere Folgen für mich. Aber wir werden nicht vergessen, was Sprüche 11, Vers 3 sagt. Ob allein, ob lange wach, abrechtig sein, bringt ein Held ab der rechte Wach. Ab dieser Welt und vor Gott. So, das nächste Mal, wenn wir allein haben, ein klein bisschen unabrechtig zu sein. Wenn er dann mehr Geld für uns merkt, dann werden wir entscheiden. Will ich nicht kurz unabrechtig sein und mehr Events haben? Oder will ich allein auf den Recht der Weich bleiben und vor Gott abrechtig sein? Das ist eine Entscheidung, die wir machen treffen, Tag für Tag. Noch Gott enthalten, von den Menschen zu sein, die abrechtig sind, immer die kleinen Dinge. Gottes Segen.